Der Frieden ist zurückgekehrt, nachdem der böse König Urnoga besiegt und somit das Gleichgewicht in der Welt von Rotosetashtia wiederhergestellt wurde, kehren die Streiter des Schicksals nun wieder zurück. Denn das Abenteuer ist längst nicht zu Ende, meine lieben Freunde, weswegen ich euch nun herzlich zurückwillkommen heißen darf zur nächsten Folge hier von Dragon Quest XI. Sugisarishi Tokyo, Motomete. Schneller als gedacht wollen wir wieder zurückstarten in das Spiel, denn es gibt nach Abschluss der Hauptstory natürlich noch einiges zu erkunden und noch eine weitere Geschichte zu erzählen. Deshalb drücke ich mal ganz gewandt auf einen Knopf und starte rein in diesen schlicht schwarzen Ausfallschirm, wo ich einfach mal sage, wir wollen natürlich ein Abenteuer beschreiten und ich wähle den letzten Speicherstand an, denn dort sind wir wieder in der Heimat nach der Heimkehr unserer Kameraden, die wir ja zumindest erzählt gekriegt haben in der letzten Folge. Und jetzt zückt Ro seinen Schnauzbart und erzählt uns noch einmal, was denn passiert ist. Ja, am Ende des großen Kampfes um Leben und Tod wurde letzten Endes der böse König Urnoga, die Quelle allen Übels, von Kunando und seinen Kameraden besiegt. Und es kam dazu, dass plötzlich der Weltenbaum, der Baum des Lebens, der einstmals zur Erde gestürzt ist, wieder neue Energie gewann, wieder auferstanden ist, zum Himmel flog und die Welt mit Licht erfüllte. Kunando und seine Kameraden, die nun ihr Schicksal, ihre Weisung erfüllt haben, sie sind zurückgekehrt in ihre Heimat, als plötzlich etwas passierte. Etwas passierte, das uns alle aufhorchen lässt. Es war nicht der Ladescreen, so viel steht fest. Das ist ganz klar. Nein, das war's nicht. Was es war, habe ich schon leicht angeteasert, denn wir haben ja vom Rücken des Wals, des Himmelswals, etwas funkeln sehen auf der Welt. Und irgendwie hatten wir ein ungutes Gefühl bei der Sache. Und nun kehren wir zurück. Kunando und seine Freunde haben den bösen König Urnoga besiegt. Und wenige Tage später, nachdem der Frieden wieder Einkehr gefunden hat in der Welt von Rotosetashtia, haben Kunando und seine Kameraden, um den Tod Veronikas zu betrauern, sich eingefunden in Ramda, dem Ort, wo man ihr am besten gedenken kann. Große Schwester, bitte schau her, um heute den Frieden zu begrüßen, zu feiern, dass der Frieden wieder zurückgekommen ist in diese Welt, sind wir alle hier zu dir gekommen. Nun, ah, der Lebensbaum, er breitet seine Blätter aus und lässt sie flattern durch den Wind. Ist das nicht ein wunderschönes Gefühl, ihn so zu sehen? In seiner Pracht erstrahlt er dort, über uns. Und wir sind ja ganz zu seinem Fuße hier in Ramda. Und da spricht auch Shirbir wieder. Oh, es ist so viel passiert bisher. Und wir haben es tatsächlich geschafft, die Welt zu retten. Ja, durch das böse Treiben vom finsteren König Urnoga wurde diese Welt einmal komplett in Finsternis gehüllt. Und wir haben so viele Leben verloren. So viele Leben, die eigentlich mehr Schätzung und so die so wichtig und wertvoll waren. Aber wir haben es geschafft. Wir haben überlebt und gekämpft. Denn wenn man nur nicht aufgibt, lebt und ein Lachen im Gesicht trägt, dann schafft man es, alles wiederherzustellen und zu retten. Und darüber hinaus denke ich, dass wenn ich einfach so weiter weinen würde, bis in alle Ewigkeit, dann würde meine große Schwester auch sicher sauer auf mich sein. Sie würde ausfallend werden und mich anbrüllen. Vielleicht so in der Art. Hey, Idioten! Was guckt ihr denn da so doof aus der Wäsche raus? Was, der Frieden ist doch zurückgekehrt in die Welt. Und was macht ihr? Ihr steht da einfach so wie die letzten Assis und guckt so,
könnte man euch in die Fresse schlagen, ja? So würde wahrscheinlich Veronica nun reagieren an dieser Stelle. Denkt ihr nicht auch? Sie macht sie gerade nach. Nicht wahr? Und da freuen sie sich alle. Ach, wie schön! Oh, Curando. Komm mal bitte her. Wer sagt das? Ist das sie? Nee, sie ist das nicht. Komm noch mal bitte. Ach, wen haben wir denn da? Du musst wissen, sagt jetzt der Herr, der dazugestoßen ist, ein Einwohner von Lambda, einem Anschein nach. Und der sagt jetzt wie folgt. Mein Held, ihr müsst wissen, ihr seid der ausschlaggebende Grund, warum wir überhaupt das Fest hier begonnen haben. Deshalb warten schon alle auf euch und wissen gar nicht, wo ihr seid und sind deshalb total aufgeregt. Ich bitte euch deshalb im Namen von allen Bewohnern Lambdas, schnell wieder in die Stadt zurückzukommen. Ja, macht ihr das? Einen Moment mal bitte. Ein großes Bankett? Ein Fest zur Feier des Friedens? Lass uns doch direkt mal gehen, Kurandolein. Und da werden die Gläser beziehungsweise eher die Krüge erhoben. Fröhlich ausgelassen wird hier zur Feier gerufen. Und auch unsere Helden haben sich dazu gemischt. Jetzt spricht allerdings erstmal die Dame, die gute Martina, und sagt... Ah, ich dachte, die Leute aus Ramda wären alle immer so eng und hätten so ernst und hätten... wären eher nicht so fürs Feiern gedacht, ja? Aber jetzt, wenn ich sie so sehe, nachdem der Frieden wieder zurückgekehrt ist, sind sie alle so glücklich. Und sie sind alle gleich in Glückseligkeit getaucht. Ja, es wird jetzt auch endlich extra für uns hier mal ein Bankett ausgerichtet, eine Festivität, ja? Deshalb, wir sollten auch mal Spaß haben und das mal richtig genießen. Und zwar in dem Maße, dass Veronica, die ja auf uns hinabschaut, dass sie richtig eifersüchtig wird, ne? Die wäre auch gern bei uns, denke ich. Ja, da nicken alle. Und da sind wir zurück und kriegen eine Auszeichnung als Retter von Notositashia. Dafür, dass wir den bösen König Onoga besiegt haben und den Lebensbaum wieder mit Leben erfüllt haben. Das wird belohnt. Und da sind wir wieder in-game, liebe Leute. Weiter geht's. Ich bin so glücklich, dass es noch nicht zu Ende ist. Und dass wir hier wieder schön zurückgeführt werden. Und jetzt haben wir scheinbar erstmal einiges zu bequatschen. Und ich frage erstmal die gute Dame, was ist denn los? Ja, Xenia, die war ja immer sehr in sich gekehrt. Nicht so wirklich extrovertiert, sondern eher introvertiert. Und dass sie es geschafft hat, ja? Obwohl sie zurückhaltend war, ihre Mission, ihr Schicksal, ihre Aufgabe zu erfüllen. Ich bin so stolz auf sie, wirklich. Und ich muss sagen, ich als ihre Mutter, ach, das sind die Eltern, ja, bin so glücklich, dass sie zumindest wieder heile und gesund zurückgekehrt ist. Das macht mich wirklich froh. Und ich denke, dass auch jetzt Veronica, ihrer Schwester, das Beste gewünscht hätte. Ja, der Verlust ist nicht vergessen, ne? Das muss man sagen. Ist noch sehr frisch, die Wunde. Die blutet noch. Und da spricht dort der Vater. Oh, endlich ist mein Engelchen Xenia. Ja, wieder da. Sie hat ihre Aufgabe erfüllt. Sie hat dem Helden Beistand geleistet, ihn beschützt. Und jetzt ist sie zurück hier in der Heimat. Die Trauer wird niemals vergehen, dass meine Veronica gestorben ist. Aber heute, an diesem Tag, möchte ich nur meiner Tochter Xenia gedenken und von ganzem Herzen ihren Erfolg feiern. Das machen wir ja auch. Und auch der Dorfvorsteher Fanat ist hier und spricht mit uns und sagt, Kunando, mein Held, dank dir wurde der böse König besiegt und der Frieden ist zurück in dieser Welt. Und auch wir aus Lambda, ja, wir vom heiligen Volk, haben in gewisser Weise unsere Aufgabe erfüllt, indem wir Xenia dir mitgeschickt haben. Sie hat dich beschützt, ja? Und von unseren Schultern fällt auch zugleich eine Last. Wir sind sehr beruhigt, dass jetzt alles zu einem guten Ende gekommen ist. Und drum ist unsere Stadt erfüllt von dem größten Glück, das man sich überhaupt vorstellen kann. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal ein Lächeln im Gesicht meiner Dorfbewohner hier gesehen habe. Das ist alles dir zu verdanken, Curando. Also bitte genieße das Fest, was wir für dich und deine Kollegen hier organisiert haben.
So. Greg spricht hier gerade mit den leicht voluminösen Damen. Und die ist so zurückhaltend, guckt sich das aus dem Hintergrund an. Aber ich frage jetzt erstmal, den Typen, ist das der Priester? Ah, willkommen hier zur Statue der Göttin. Das ist eine Kirche. Was willst du hier machen? Nix gerade. Ich will nur nicht speichern. Lass mich mal in Ruhe. Speichern. Ich will mit Kami reden. Oh, der hat was zu sagen. Und er sagt, übrigens, als du Unoga besiegt hast, hast du doch das Schwert vom bösen König erhalten, nicht wahr? Es sieht äußerlich so sonderbar aus. Aber das war ja auch ursprünglich das Schellenschwert gewesen, nicht wahr? Also, dürfte es eigentlich ein Problem geben, wenn man das mal ausrüstet? Wenn man es mal versucht, das anzulegen und damit zu kämpfen? Meinst du, das könnte man problemlos machen? Das ist eine gute Frage. Denn ich erinnere mich, wir haben ja was erhalten. Wir sind zwar jetzt zwei Handschwertträger, aber wir haben tatsächlich hier das Schwert des bösen Königs und das ist ordentlich stärker. Wir sehen, unsere Parameter werden da zu einem besseren verbessert und wir gucken gerade, was denn da steht. Ist auch ein Zweihänder-Schwert und da steht, die finstere Kraft der Dunkelheit liegt in diesem Schwert. Und es ist ein übles Schwert, was aus den Händen des bösen Königs geschaffen wurde. Und ich kann es einfach mal ausrüsten, ja? Boah, guckt euch den Oshima an! Boah, das ist ja unfassbar. Das ist ein Knallerschwert, ne? Das lassen wir mal dran, ja? Gucken wir uns mal an. Und das können wir mal ein bisschen rumschwenkern in den nächsten Kämpfen, die da kommen werden, denn, meine lieben Leute, da werden noch heftige Auseinandersetzungen auf uns warten. Das kann ich euch jetzt schon versprechen. Da war der böse König Unoga in seiner finalen Form. Nochmal ein kleiner Pfifferling, ja? Den kann ich auspflücken und wegwerfen. Aber das, was noch kommt, haltet euch fest. Ihr werdet umfallen vor Ehrfurcht. Die Gegner, ja. Oh, meine Güte. So, jetzt jedenfalls, Greg sagt, was? Ich hab so einen männlichen Körper, sagt ihr Damen? Ich hätte so einen, wäre so schön definiert. Nun ja, ich bin ja auch immerhin der Anführer der General von Del Cardal, ne? Und da kommt er natürlich die ganze, der ganze Lob kommt nicht von ungefähr. Ich muss ja noch was für tun, noch für mein Body, ne? Ey, Kurando. Ganz ehrlich, diese beiden Damen hier, die haben mich ganz schön in der Mangel hier. Und ich würde mir ja wünschen, dass die mich mal so ein bisschen in Ruhe lassen, aber die lassen mich nicht, ne? Die verwickeln mich hier in ein Gespräch. Bitte, kannst du nicht irgendwas machen, um mir hier rauszuhelfen? Und die sagt, ada, 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 ada. Ach, mein Jüngling. Oh, du. Oh, du hast so einen richtig schönen Body, ne? Oh, so einen richtig geilen Körper, ja? Da könnte ich mit meinem Nudelholz mal rübergehen, du. Ja, aber ihr habt es ja auch geschafft, den bösen König zu besiegen, nicht wahr? Für uns extra, für das Wohl der Welt. Oh, ihr habt die Welt von dem bösen König befreit, gerettet. Und diesmal, fortan werde ich versprechen, ich als kleines Mütterchen werde euch beschützen. Und zwar auf meine Art und Weise, wenn du verstehst, was ich meine. Was sagt sie? Oh, mein Onkelchen hier, mein großer starker Mann, ja? Boah, du bist ja richtig männlich, guck dir an. Könntest du hier Metall verbiegen mit deinen Oberarmen. Aber das war nicht anders zu erwarten von einem Kollegen, einem Gefolgsmann des Helden. Da muss man ja auch so sein, ne? Wenn ich noch paar Jahrzehnte jünger wäre, dann würde ich mich ja nicht ranschmeißen. Na, war nur ein Spaß. Na gut, lass mal die mal. Was mit ihr? Oh, ich kann gegen die beiden Mütterchen da nicht gewinnen. Also kann ich nicht gegen anstinken. Die haben ja so eine Präsenz da. Ja? Und ich habe auch deshalb nicht das Selbstvertrauen, mich da zuzumischen. Deshalb bleibe ich mal auf Distanz, ja? Und dabei hätte ich doch am liebsten auch mit den beiden dort gesprochen. Mit den Kameraden des Helden. Jetzt darfst du mit mir doch wenigstens reden. Ist auch nicht schlecht, oder? Mit dem Helden höchstpersönlich? Na gut, was macht denn hier die Oma? Mein Held! Und ja, ich muss euch nochmal zusprechen und euch wirklich gratulieren für all die harte Arbeit, die ihr geleistet habt in diesem wirklich sehr steilen Abenteuer, was ihr in den letzten Tagen und Wochen vollbracht und vollzogen habt. Ihr dürft nun fortan selbst entscheiden, wie ihr euer Leben fortführen werdet.
Jetzt beginnt euer echtes Leben. Sag mal, das sind schöne Worte von der alten Frau. Was macht das Pärchen hier? Erstmal Ladies First mit der Dame reden. Ein kleines Pläuschchen. Obwohl der Frieden zurückgekehrt ist, ist das Kind noch nicht zurückgekehrt. Welches Kind? Dein Kind, dein Sohn, deine Tochter, was? Und ich werde irgendwie das Gefühl nicht los, dass noch irgendwas im Argen liegt hier. Wenn ich den großen Baum am Himmel sehe, ja, wie auf einmal wieder prosperiert, habe ich das Gefühl, dass das Kind... Ach so, Sie sprechen wahrscheinlich von Veronica, das Kind der Stadt, ne? Dass sie irgendwo vielleicht wieder in den Zyklus des Lebens hineinfließt. Auch wenn es Jahrzehnte, Jahrhunderte dauern mag, wird es vielleicht irgendwann wieder als ein Kind von uns Erdenvolk zurückgeboren oder von den Leuten aus Damda. Das glaube ich und mit dieser Überzeugung möchte ich weiterleben. Ja. Ach so, nicht Veronica, das Kind der Stadt, sondern ihr Kind ist verstorben. Da fehlt die Spezifikation des Kindes. Jedenfalls durch den Aufprall des großen Baumes, als er auf die Welt fiel, ist ihr Kind verstorben und meine Frau, also unser Kind verstorben, hat sich so verschlossen. Aber jetzt, wo der Frieden wiederhergestellt ist, der Weltenbaum, der Lebensbaum zum Himmel gestiegen ist, hat sie ein wenig ihr Lachen zurückgewonnen. Es ist zwar nicht vollständig und nicht mehr so wie ganz am Anfang, als wir noch ein Kind hatten. Aber ich möchte, bevor wir wieder zu unserem ursprünglichen Leben zurückkehren, noch ein wenig mit ihr sie anfeuern, ja? Und wir wollen als Ehepaar unser Bestes geben. Allein schon für unser verstorbenes Kind. Ach, wie schön. Ach, wie schön. Und ihr seid auch glücklich? Der Hund kläfft. Wow, wow. Und du? Ach, mein Held. Hallo. Wie konntest du nur so stark werden? So stark, wie du jetzt bist und den bösen König dann besiegen? Man sollte im Leben wahrscheinlich nicht so wählerisch sein, nicht wahr? Ich zum Beispiel, ich mag Milch nicht so gerne. Aber ich möchte so werden wie du, deshalb gebe ich mein Bestes und werde auch natürlich auch Milch trinken, ja? Ist auch gut, Kalzium, ne? Für die Knochen, die müssen ja auch was standhalten. Also vielleicht gar keine so schlechte Idee. Und was sagt er? Oh, als ihr im Himmel gekämpft habt, in dieser Festung des bösen Königs, in seiner Basis, diesem Bau des Todes, ja? Dann waren wir hier unten, haben hochgeguckt zu euch und gebetet für euer Glück. Wir haben in den Himmel geblickt, auf die Festung und viele, viele Stunden, eine lange, lange Zeit gebetet für euer Gelingen, ja? So gebetet, dass mir der Nacken schon fast, der schon ganz steif geworden ist, ja? Fast abgebrochen, mein Kopf, ja? Und ich glaube, der Schmerz lässt immer noch nicht nach, ist immer noch nicht heil, ja? Au, 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 sagt er. Und bevor ich jetzt hier oben weiter gucke, möchte ich nochmal kurz schauen, ob wir hier noch was finden. Ja, natürlich, meine Neugier habe ich nicht abgelegt, ja? Seit der letzten Folge. Die lasse ich jetzt nochmal so richtig aufleben. Denn es gibt so viele Geheimnisse noch zu lüften. So viel zu entdecken. Und so viele Dinge, die wir zukünftig hoffentlich zusammen erleben werden, liebe Leute. Dass ich hier gleich mal richtig mich zu dem Leuten hier geselle. Guckt euch mal an. Shibuya bringt den Damen das Tanzen bei. Und er starrt aber doch recht skeptisch auf ihn rauf. Und sagt, solchen Tanz habe ich noch nie gesehen, ganz ehrlich. Aber die sehen sehr glücklich aus und sehr fröhlich. Da kriege ich glatt auch Lust zu tanzen. Ich frag gleich mal das Großmütterchen neben mir, ob die nicht vielleicht mit mir tanzen mag, hä? Wie wäre das? Wollen wir sie mal fragen? Was ist das denn für ein komischer, dubioser Tanz, den die da aufführen? Aber die Kinder haben sehr viel Spaß, scheinbar. Dann ist es gut, und dann bin ich auch glücklich. Er will nicht tanzen, ne? Aber sie, guck mal. Ich hab noch nie getanzt zuvor. Und ich bin auch leicht peinlich berührt, aber... Ist das so richtig, wie ich das mache? So, oder? Mach ich das richtig? Fragen wir mal Shibuya. Ah, wie wunderbar. Was für ein wunderbarer Tanzschritt. Oh, die so ernsten Bewohner haben das, dass die so in Stimmung kommen können und... so einmal tanzen würde, dass dieser Tag kommen mag. Das hätte ich niemals gedacht. Jetzt, wo der böse König fort ist, der ihnen die Freiheit geraubt hat, ja? Kann ich endlich einen weiteren Schritt gehen auf meinem Traum
auf dem Pfad meines Traumes den Menschen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Ja, tatsächlich, da ist er gut dabei. Ah, ich muss gar nicht sagen, ich habe noch nie vor Leuten so getanzt. Ich konnte das bisher noch nie, aber jetzt, auf einmal, kommt es aus mir raus. Der Frieden ist zurückgekehrt in diese Welt. Und ich bin so glücklich darüber. Da fängt mein Körper fast allein, von allein an zu tanzen. Ach Mann, ist das das Glück, was man verspürt, jetzt wo wir gewonnen haben? Wahrscheinlich. Der Sieg, den wir euch gebracht haben. Meine Güte, so, wo wollen wir hin? Können wir da unten eigentlich jetzt nochmal zu dem Wald der Erinnerung? Wo wir leider noch einmal trauern mussten. Veronica, ich vermisse dich so sehr. Hallo. Oh, ist das nicht der Held höchstpersönlich? In so einer wunderschönen Zeit, wo wir jetzt feiern, ja? Was willst du denn hier, ganz ehrlich? Das ist in diesem traurigen Ort. Hm? Die wollen noch feiern, die wollen noch das Bankett mit euch hier verbringen, die Leute aus Lambda, ja? Die wollen noch mit euch feiern, richtig. Also geh mal bitte, geh mal wieder zurück und feier noch mit denen, ja? Geh da mal nicht lang. Ja, okay, 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 okay. Okay. Der sagt es, der will nicht, dass wir da hingehen. Der will nicht, dass wir uns hier davon schleichen. Können wir denn wenigstens in die Häuser rein? Hallo. Aber hier ist wahrscheinlich auch niemand. Die sind alle draußen und machen da fett Fede. Bücher haben wir schon mal gelesen. Hier noch jemand? Niemand mehr da? Aber! Da! Ist wieder so ein Geist, ja? Wie jene Geister, die wir so oft gesehen haben. Wie jene Geister, die zu dem Zahnrad im Outro, was ich ganz läppisch da niedergezeichnet habe in der letzten Folge, zu sehen war. Ja, da war dieses Zahnrad, das hat gefunkelt. Da sind die hingewandert. Und wir haben auch diesen Turm gesehen noch, als wir mit dem Himmelswal die Welt erkundet hatten. Ein Turm, von dem wir auch noch nicht wissen, was er wirklich für eine Bewandtnis hat. Aber wir gucken mal. Ich weiß auch nicht, was dieser Mann für eine Bewandtnis hat, was seine Funktion im Leben ist. Außer da zu stehen mit seinem Schnauzbart und einfach nur diesen Mann anzugucken. Was machen die da? Ich frag ihn mal. Ah! Alle Menschen auf der ganzen Welt feiern den Frieden, der jetzt ja wieder zurückgekehrt ist, ja? Und ganz ehrlich, auch hier in diese Gegend haben sich natürlich so ein paar Gerüchte eingefunden. Hast du die Welt schon umkreist? Bist du schon überall gewesen, mein Held? Denn ich denke, wenn du, mein Held, all den Leuten, die hier überall verteilt sind, auf diesem Globus, ja, in der großen Tasche, mal zeigst, was wahrer Heldenmut ist, deine Heldengestalt, wenn du denen zeigst, dann werden die bestimmt auch glücklich sein, wenn du da mal auftauchst und dich feiern lässt. Das werden wir ja noch machen. Aber erstmal ruhig Blut, liebe Leute, wir sind ja erst gerade wieder reingestartet. So, und er sagt, oh ja, Xeni hat sich ziemlich verändert, auch ihre ganze, die ganze Atmosphäre, ihre Stimmung, so wie sie sich gibt. Ne? Und jetzt, sie sieht sehr vernünftig aus und nicht mehr so zurückgezogen wie früher. Und wenn ich mich ihr näher oder sie mir näher kommt, dann schlägt mein Herz, das pocht. Oh, hat sich da jemand verguckt? Du bist doch der Held höchstpersönlich, oder? Bitte erzähl das bitte nicht, Xenia, was ich gerade gesagt habe. Nein, natürlich nicht. Xenia, da hat gerade ein Mann gesagt, sein Herz flattert so ein bisschen, wenn er dich sieht. Und was sagt sie hier? Jetzt, wo der Lebensbaum wieder zurück bei neuem Leben ist, ja? Wachsen neue Knospen an, die neue Blätter bilden sich. Und es wird neues Leben geboren. Und so ist unser aller Leben verbunden. Jetzt ist meine große Schwester nicht mehr unter uns. Aber wir werden sie irgendwann wiedersehen. Das Gefühl habe ich auf jeden Fall. Das verlässt mich auch nicht, dieses Gefühl. Und vielleicht werde ich auch irgendwann, wenn ich mal vergehe, mein Blatt verwelkt, wieder in einem gleichen Blatt wie sie geboren. Als Zwillingspaar. Das habe ich ihr zumindest versprochen gehabt, meiner großen Schwester. Und bis dahin möchte ich aber mein Leben in vollen Zügen genießen. Was für eine wunderschöne Einstellung. Ach, die stimmen einen doch so optimistisch. Denn auch wenn mal was wirklich Schlimmes passiert und das Leben ist gespickt mit wirklich schlimmen Sachen, liebe Leute, das muss ich wahrscheinlich nicht jedem nochmal extra sagen, man darf nie aufgeben. Man muss immer in die Zukunft gucken, immer weiterleben. Denn es gibt so vieles, für das es sich lohnt zu leben. Ich möchte jetzt natürlich nicht hier auf Lebensratgeber hier machen und irgendwie den Moralapostel raushängen, aber ne, man muss ja auch mal ein paar gute Worte hier loswerden.
So, können wir nochmal kurz gucken? Nee, nichts Schönes hier zu sehen. Außer vielleicht diese Grazie und ein alter Mann. Red erstmal mit ihr, der guten Martina. Ja, also, ich bin immer weitergegangen, immer gerannt, ja? Auf meinem Weg, der mir gegeben wurde, der begann vor 16 Jahren, als du weggegeben wurdest, mein Held, Kurando. Und ich hatte immer in meiner Brust, ja, das Gefühl, die Überzeugung, dass das Böse keine Chance hat, dass ich dabei meinen Beitrag leiste, das Böse zu vernichten. Aber jetzt ist es zu Ende. Und ich muss von diesem Weg runtergehen und meinen eigenen Weg beschreiten. Ich werde alles daran setzen, dass das Königreich der Elkadal wiederhergestellt wird. Und ich möchte natürlich auch mal nach der Harune und da so eine kleine Süßigkeiten-Tour machen. Möchte mich mal durch die ganzen Leckereien durchprobieren, ja? Also es gibt so viel, was ich machen will. Na, das ist ein kleines Schnuckermäuschen, ne? Wenn man ein paar Süßigkeiten essen. Nee, nicht du, Lo! Du bist fett genug. Was hast du denn überhaupt noch zu sagen? So, Oh ja, wenn ich mir so angucke, wie die Leute hier glücklich sind und am Feiern sind, ja? Da werde ich richtig erstmal gewahr der Tatsache, dass wir die Welt gerettet haben. Das kommt, das sprudelt aus mir raus, dieses Glücksgefühl. Diese Wahrnehmung, dass wir was geleistet haben. So ein tolles Gefühl hatte ich seit Jahren nicht mehr, muss ich sagen. Und wenn ich nochmal drüber nachdenke, wir haben die ganze Zeit diese erschwerliche, grausame Reise vollzogen, ja? Ich kann es kaum glauben, dass der Frieden zurück ist, muss ich sagen. Da wäre ich ganz, ganz sentimental. Aber es gibt auch Dinge, die wir zu tun haben. Ja. Ich habe auch den Traum davon, ein friedfertiges Leben zu führen. Und dieser Traum ist vielleicht auch nicht mehr so weit entfernt, ja? Und auch dieser Traum wird irgendwann wahr werden. Falls du natürlich nicht vorzeitig einfach an Altersschwäche stirbst, du. Das ist natürlich die Voraussetzung für alles. Aber wir hoffen ja das Beste. Nicht wahr? Mein Herr hier, was gibt's denn hier zu sagen? Oh, ich habe so einen leckeren Tee gemacht, wo ich ein bisschen so Gegengiftpflanzen aufgebrüht habe, ja? Alle sagen immer, ja, das ist so bitter, das schmeckt nicht, das Zeug. Aber ich trinke es jeden Tag, ja, und das ist so meine Angewohnheit geworden. Wen interessiert das? Warum erzählt er das? Und jetzt, wo der Frieden wieder zurück ist in dieser Welt, ja, werde ich meinen Heiltee, den bin ich ja stolz drauf, den werde ich überall anpreisen hier, in den Namen da und sonst wo, ne? In anderen Städten. Ich werde in anderen Städten gehen und da meinen Tee präsentieren. Macht's das? Warum erzählt er mir das? Und du? Alter Mann. Oh, ja. Jetzt auch in letzter Zeit, nachdem du den bösen König besiegt hast, ist das Leben zurückgekehrt, auch in diese Ort, auch in die Ortschaften, die ja so verwelkt und kaputt waren, ja? Wo die Pflanzen verdorrt waren. Die sind wieder neu erwachsen und neu erblüht. Und jetzt können wir auch wieder neue Nahrungsmittel anbauen. Neues Essen. Essen, bis wir fett und prall sind, ja? Gut schlafen. All das können wir wieder. Und ich denke, wir sind alle optimistischer, sehen besser in die Zukunft und das ist schön so. In der Tat, das ist wirklich schön so. Und noch schöner wäre es, wenn ihr mir jetzt nochmal einen guten Ratschlag gibt, wo ich hin muss. Bisher habe ich nur irgendwie Lebensbeichten erfahren und irgendwie jemand Tee brüht, keine Ahnung. Er sagt, oh mein Held. Heute ist ja, wir sind ja hier. Lambda, die Stadt Lambda ist ja der Austragungsort für die großen Festivitäten für euch, für euren Sieg und sowas, ne? Und wo wollt ihr denn eigentlich hin? Ihr seid ja die Helden. Ihr solltet vielleicht mal zurück erstmal zum großen Platz und eure Heldengeschichten erzählen, wie ihr den bösen König besiegt habt und sowas. Da interessieren sich die Leute auch für, sicher. Achso, der will also auch nicht, dass wir weitergehen. Aber wir haben ja auch noch nicht alle Häuser durchstöbert. Jetzt, wo die alle noch feiern draußen, kann ich doch bestimmt noch was plündern. Auch wenn es noch nur ein oller Kohlkopf oder sowas ist. Irgendwas will ich mitnehmen. Nee, ne? Nee. Okay. So. Ist natürlich jetzt die Frage, wo es uns am besten als nächstes hin verschlägt. Da, guck mal, den haben wir auch noch nicht angesprochen. Der Musikant, der sich dort in eine Ecke, oder Dichter oder Poet, jedenfalls der kreative Kopf hat sich hier in eine Ecke verzogen. Und er macht die Sorgen. Wie sollst du weitergehen? Erinnerst du dich? Daran? Die wunderschöne Landschaft, den schönen Ausblick von Ruto Sotashi, den wir zu zweit gesehen haben an jedem Tag. Redet er mit mir? Ah, oh, dieser
strahlend blaue Himmel, ja, der einen fast reingezogen hat, ja. Und dann dieses wunderschöne blaue Meer, ja, das da in der untergehenden Sonne, ja, da, ja, das ist schon ein wunderschöner Anblick gewesen. Dann diese prallen, prächtigen Blätter, oh, die vor Leben sprühen. Ich glaube, der dichtet gerade irgendwas. Das ist, glaube ich, das, was er gerade erdichtet, was er uns da vorträgt, ne? Das alles, was ich mit dir gesehen habe, es brennt noch in meiner Brust, in meinem Herzen. Waren das nicht tolle Sätze? Die ziehen dich doch auch in den Genuss der Poesie rein, oder? Also, so stand es zumindest geschrieben in einem alten Brief, der hier im Archiv dieses Dorfes lag, ja? Aber ich weiß nicht mehr genau, von wem der stammte, dieser Brief. Und das geht mir nicht mehr auf den Kopf, diese Zeilen, als ich die gelesen hatte. Ich habe mehrmals gelesen natürlich, ne? Und habe mir das alles eingeprägt. Aber es gibt noch eine Fortsetzung. Der Brief ist nicht zu Ende. Würdest du den für mich suchen? Ich habe ihn hier nicht gefunden. Also er muss irgendwo sein, die Fortsetzung dieses Briefes. Und du reist doch um die Welt, nicht wahr? Also wenn du mir den Gefallen tun würdest, such doch die Fortsetzung für diesen Brief und bring ihn mir. Und da kriegen wir jetzt diese Mission, die da heißt Inishie no ai no tegami. Der Brief einer früheren Liebe. Und da sollen wir ihm diesen Brief Fortsetzungsdingens bringen. Dann kriegen wir Rezepte für Metasra Sobi. Also Ausrüstung eines Metallschleims. Das ist geil. Das ist geil. Nehmen wir mit. Oh, das machst du wirklich. Vielen Dank. Ja, also den Geschichten der Leute hier zufolge aus dem Dorf und dem Brief, den ich natürlich gelesen habe zufolge. Der war ja hier im Namda, ne? Hier in dem Lager müsste irgendwo sein. Und es weiter habe ich erfahren, dass vor mehreren Jahren ein Adelsgeschlecht aus Samadhi, ja, den Lagerbestand von Namda, den alten Lager schon aufgekauft haben sollte. Vielleicht ist er dabei reingerutscht, die Fortsetzung des Briefes. Also müssen wir mal gucken, vielleicht also nach Samadhi könnte es getragen worden sein. Du solltest also erstmal nach Samadhi reisen und dort einfach mal bei den Adelsfamilien schauen. Vielleicht findest du da was. Also ich bitte dich, das für mich zu machen und jetzt nehmen wir auch diese Quest an. Das ist natürlich ein ganz anderes Kaliber, ja? Letzte Quest war, besiege den bösen König und rette die Welt und jetzt finde den Liebesbrief. Na sowas. So, jetzt haben wir eigentlich mit jedermann hier gequatscht. Können wir in den großen... Nee, konnten wir nicht, oder? Könnten wir hier vorne noch rein? In den Dom? Ich glaube, da können wir rein. So. Aber da wartet wieder so einer, ne? Der will uns nicht weiterlassen. Der will, dass wir feiern. Oh, du bist doch der Held, der die Welt gerettet hat. Und du als jemand, der hier wirklich zu feiern ist, ja? Wir feiern das für dich. Du solltest mal ganz schnell wieder zurück zum Platz gehen. Also, geh mal zurück, ja? Und wenn du die Stadt verlassen willst, dann geh auch bitte durch den Haupteingang wieder raus, ja? Wo du hier reingekommen bist, sollen wir rausgehen. Ja, meine Fresse. Könnte mich aber mal ein bisschen mehr feiern, ne? Bin mein Held? Ich bin der große Krieger. Guck dir mal an, was ich hier für ein Äumel auf dem Rücken habe. Das große Schwert. So. Ich gehe mal kurz runter. Vielleicht trigger ich damit was. Wir haben nämlich genug gefeiert. Und Kamio sagt, hey, Kurando. Du kannst doch nicht jetzt einfach so, ohne was zu sagen, gehen. Oh, was ist denn los, Kurandolein? Gibt es denn etwas, irgendeinen Ort, wo du hin magst? Wie wär's? Sollen wir nicht auch mitkommen? Natürlich, wäre doch schön. Ich will noch große Abenteuer bestehen und nicht hier in dieser Stadt hier bleiben und irgendwelche Feiern, Feten feiern. Keine Lust, ey. Nee. Oh, ich verstehe. Auch die Welt, die jetzt in Frieden lebt, ja? Die möchtest du auch nochmal erblicken. Rumreisen, die angucken. Und wenn es Sachen gibt, die dich interessieren, hä? Da möchtest du die untersuchen, nicht wahr? Ganz gründlich untersuchen. Will der da irgendwelche Andeutungen machen? Ich will aber bestimmt nicht ihn untersuchen. Jedenfalls sagt Kamio jetzt... Ah, also Kurando. Übrigens. Hast du doch auch gesehen, ne? Vom Wal aus. In Grotta, im Süden der Stadt, der Kriegerstadt Grotta. Da hat irgendwas gefunkelt. Hast du es auch gesehen? Das geht mir nicht mehr aus dem Sinn. Als ich das gesehen habe, ich wusste, da ist irgendwas. Ich überlasse natürlich dir, wo wir hingehen. Aber dort sollten wir vielleicht irgendwann mal vorbeischauen, nicht wahr? Also, südlich von Grotta, das müsste in Yugunoa liegen. Im Gebiet Yugunoa, also nördlich von der Burgruine, unserer alten Heimat.
Und da wollen wir natürlich mal vorbeischauen, gucken, was da anliegt. Aber jetzt möchte ich noch einmal hier auf der Hochebene, den Berg von Ceranda, mein fettes Schwert hier ausprobieren. Das mache ich am besten, indem ich gegen Statuen kämpfe. Statuettenmann, komm runter von deinem Podest. Ich mach dich fertig. Daimajin erscheint. Und wir können einen Renkei säuseln. Will ich aber eigentlich nicht. Ich möchte angreifen. Und zwar mit einem normalen Schlag einfach mal. Erstmal lassen wir Martina ran und jetzt Kurando. Hier! Na gut. Schlag halt, ne? Ah! Und jetzt haben wir den ultimativen Zone-Zustand allesamt. Alle vier zusammen. Wir können jetzt hier zaubern. Bis zum geht nicht mehr. Hier. Wollen wir es mal testen? Gigaburst! Jetzt wird die Kraft zusammengelegt. Der Cho-Renkei, der wahnsinns-ultimative Renkei. Das Mal des Helden. Gigaburst! Wow. Ein kolossaler Angriff mit unglaublichen Folgen. 1600 hat es abgezogen. Da sieht natürlich die Statue ganz alt aus. Hat sich verkrümmelt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und wir sind reicher um einiges. Und können jetzt aber mal sagen, so. Wisst ihr, was wir machen? Wir machen mal ein Lula. Oder wollen wir mit dem... Ich überlege gerade, fliegen wir mit dem... Nee, wir können Lulan. Dürfen auch Lulan, ne? Und zwar Grotta dürfte der Ort sein, wo es uns hinzieht. Jener Ort, der am nächsten an der Fundstelle womöglich ist. Dort, wo das Glitzern uns nun hinführen wird. Und so laden wir uns noch einmal an einen anderen Ort, liebe Leute. Und während wir laden und laden und laden, sag ich schon einmal Danke fürs Zugucken. Denn ihr wisst, was jetzt kommt. So schnell es begonnen hat, so schnell endet es auch. Wir haben ja uns jetzt erstmal feiern lassen und sowas, haben noch ein Schwert. Sind jetzt im Glotter, sagen einfach mal, nee, wir wollen hier nicht in dieser Stadt sein. Wir wollen nochmal eine Ladezeit. Ich brauche Ladezeiten. Ich kann mich gar nicht satt sehen an diesem ganzen Gelade. Ich liebe ja. Wenn geladen wird, bin ich dabei. Und heute wird richtig zur Feier des Tages nochmal fett runtergeladen. Ja? Folge 119. Geil. Lade, lade, lade. So, jetzt laden wir weiter. Und wir sind jetzt hier im Gebiet von Yurunoa und müssen zu den mysteriösen Ruinen, die dort erschienen sind. Die haben wir noch nicht gesehen. Werden wir aber in der nächsten Folge machen. Und bis dahin bedanke ich mich fürs Zugucken. Und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und es jetzt hier weitergeht. Also auf die nächsten 118 Folgen hier von Dragon Quest XI. Bis zum nächsten Mal. Bleibt ihr bitte gesund und munter. Gehabt euch wohl. Und auf Wiedersehen.